Hallo, in dem letzten Video habe ich Ihnen gezeigt, wie Sie einen PDF-Drucker installieren. In dem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie eine Website als PDF über diesen PDF-Drucker speichern können. In dem Fall nehme ich hier die Wikipedia-Seite und ich möchte jetzt diese Seite auf meinem PC als PDF-Datei abspeichern. Und das ist relativ einfach. Wir gehen hier im Firefox oder auf Ihrem Standardbrowser, je nachdem, auf Datei und hier Drucken. Steuerung und P als Shortcut. Und dann sind wir hier im Druckenmenü und jetzt können wir hier den Drucker einstellen. In dem Fall ist der Bulse PDF Printer hier mein Standarddrucker, weil ich ihn als Standard definiert habe. Sollte das bei Ihnen nicht der Fall sein und Sie können ihn erst auswählen, wenn Sie auf das Dropdown-Menü klicken, dann gehen Sie in die Systemsteuerung und hier auf Drucker und dann können Sie hier den Bulse als Standard hinzufügen, indem Sie einfach hier über den Bulse Rechtsklick als Standarddrucker festlegen klicken und dann ist hier auch der grüne Haken da. Und wie gesagt, dann haben Sie auch den Standarddrucker hier festgelegt und müssen hier nicht mehr groß auswählen. Okay, wir haben hier den Standarddrucker drin, PDF-Drucker in dem Fall, und wir können hier auf OK klicken. Jetzt wird hier das Dokument virtuell gedruckt und jetzt haben wir hier einige Einstellungen. Zum einen können wir hier festlegen, in welchem Format die Website gespeichert werden soll. Standardmäßig im PDF, aber auch als Bitmap, JPEG oder TIFF-Datei. Dann können wir hier den Dateipfad auswählen, wo das Ganze gespeichert werden soll. Wir können auch hier noch den Namen ändern, zum Beispiel jetzt nur in Wikipedia, ohne den Zusatz. Dann können wir sagen, das Dokument nach Erstellung öffnen. Können wir machen. Dann haben wir hier noch einige Einstellungen zum Dokument, also zum Beispiel wie der Autor ist, der Titel, Betreff, Schlüsselwörter, die Qualität des PDFs festlegen oder hier eben die Zoom-Einstellungen, Kompatibilitätsgrad hier für den Acrobat-Reader zum Beispiel und so weiter und so fort. Dann hier hätten wir eventuelle Bildeinstellungen. Wir können hier ein Wasserzeichen hinzufügen. Also das sind so kleine Spielereien, die Sie da machen können. Dann können Sie unter Sicherheit zum Beispiel noch ein Passwort vergeben, dass man praktisch immer ein Passwort eingeben muss, um das PDF zu öffnen. Und Sie können hier noch zwei PDFs insgesamt zusammenfügen, also praktisch ein PDF-Anhängen oder und ein Hintergrund-PDF. Und dann, wenn Sie soweit sind, wenn Sie Ihre Einstellung getroffen haben, hier auf Speichern klicken. Dann wird das da eben, wo Sie es gespeichert haben, gespeichert und es öffnet sich Ihr Standard-PDF-Reader und dann haben Sie hier praktisch Ihre Website als PDF über den PDF-Drucker ausgedruckt und das Ganze befindet sich in dem Fall bei mir auf dem Desktop und Sie können es verwenden, wie Sie möchten. So funktioniert das Ganze bei einer Website bzw. bei einem Browser und im Falle von Textbearbeitungsprogrammen. Bei OpenOffice ist jetzt das wirklich nicht sinnvoll, den PDF-Drucker zu nutzen, weil OpenOffice diese Funktion natürlich schon mitbringt. Aber zum Beispiel bei Textbearbeitungsprogrammen, die diese PDF-Funktion nicht mitbringen, da ist das Ganze empfehlenswert zu nutzen, wenn Sie einen PDF-Drucker bzw. wenn Sie das Dokument als PDF speichern möchten. Da empfiehlt sich der PDF-Drucker wieder und wie gesagt bei allen Anwendungen, die das nicht unterstützen, die PDF-Funktion von Haus aus. Okay, sollten Sie Fragen haben, dann schreiben Sie uns an, entweder via E-Mail, übers Forum oder über YouTube und im Großen und Ganzen war es das dann auch. Gut, bis zum nächsten Video und ciao. Okay.